Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Halo 4 Commentary. Diesmal bin ich nicht allein, sondern zu meiner Rechten, zu meiner Linken ist der Aimless. Ja, erstmal Dankeschön, dass du da bist und ich möchte mich heute mit dem Aimless so ein bisschen über die neuen EU-Settings unterhalten, No-Sprint und Auto-Aim und was nicht alles dazu gehört. Ja, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, sag erstmal so, was sich geändert hat, was du gut findest, also darüber können wir auch gleich reden, oder wie das überhaupt zustande kam, wer dahinter hängt, sowas halt. Ja. Ja gut, genau, du sprichst eigentlich schon gute Themen an. Die Maps haben sich geändert, manche sind dazugekommen, manche sind weggekommen. Ich glaube, Station 1 ist jetzt weggekommen und ja, ansonsten haben sich wirklich nur die Game Types auf den Maps geändert und dann kamen noch The Arch und Pit dazu. Finde ich erstmal sehr gut. Was hältst du denn von der neuen Map The Arch? Ist ja relativ umstritten, manche mögen sie, manche eher nicht so. Okay, ja, das ist doch gut. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon so zu den Settings, du hattest es gerade schon angesprochen, eben weniger Auto-Aim, weniger, ich sag mal, was war noch weg? Also Sprinten ist weg, ich glaube der Flak hier läuft hier jetzt auch langsamer. Ja, findest du, dass das Spiel dadurch anspruchsvoller wird, beziehungsweise findest du, dass dadurch mehr Teamplay erforderlich ist oder wie siehst du die ganze Sache? Ja, das ist richtig. Ich sehe das eigentlich so ähnlich, wie du das schon gesagt hast. Man kann eben nicht mehr, ich sag mal, YOLO-mäßig, wie, oder wie du es sagen würdest, auf die Flagge zulaufen und nochmal touchen gehen, sondern eben, man muss das eben ein bisschen koordinierter machen, weil ich glaube, die Flagge resette nach 15 Sekunden und ja, dann ist es eigentlich relativ schwer, jetzt aus dem Spawn heraus ohne Sprinten, ich sag mal, du spawnst ja 10 Sekunden und dann direkt zur Flagge hinzulaufen, ohne Sprinten ist recht schwer und das muss eigentlich schon ganz gut ablaufen, wenn mal alle vier tot sein sollen. Also ich finde auch auf jeden Fall, dass die Teamkommunikation da wesentlich höher oder größer sein muss oder besser sein muss als vorher und finde auch generell jetzt die neuen Settings angenehmer zu spielen. Ich glaube, ich hatte ja auch mein erstes Onyx-Gameplay hochgeladen mit weniger Auto-Aim und so. Und ich glaube, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es beim Anschauen ist, aber ich merke auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied zu vorher. Finde es auch relativ jetzt schön zu spielen. Und ja, dann, ich weiß nicht, du hast ja schon teilweise gesagt, so wir mussten das ändern, so du weißt ja, du hast ja so Ahnung davon, wer da mit drin hängt und wer das denn bestimmt. Hast du denn auch irgendwie Kontakt zu denen oder haben die irgendwas zu dir gesagt, warum sie das so und so gemacht haben? Okay,
Ja, das klingt doch schon mal gut. Also wir können ja mal so einen Vergleich aufstellen. Meinst du, dass sich diese neuen Settings oder diese Einstellungen mehr so in Online durchsetzen werden oder dass das eher nur sehr EU-bezogen bleibt, was Competitive Gameplay angeht? Oder glaubst du, dass man sich da so ein bisschen mit Amerika zusammentun kann und schauen kann, ja, ob da, ich sag mal, ob man sich da irgendwie zusammentun, ja, eben um sich zusammentun kann und irgendwas sich einigen kann? Ja, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, es ist halt wirklich so, dass im Moment wir wirklich so ein bisschen zu beißen haben. Nicht nur die deutsche Community, sondern generell sind die Pros eher so ein bisschen weggegangen zu anderen Spielen, zu Halo 3 und so, weil ja jetzt die neue AGL ansteht. Ist leider ein bisschen schwierig für uns. Glaubst du denn, dass sich die neuen Settings so ein bisschen durchsetzen werden, dass da wieder Leute zurückkommen? Oder siehst du Halo 4, sag ich mal, als völlig tot an und dass da nicht wirklich sich neue Teams bilden und irgendwas, ich sag mal, auf die Beine gestellt wird an Turnieren, an LANs oder sonstigen Veranstaltungen? Gut, also siehst du das erstmal so, dass man sozusagen Log-Turniere machen muss mit weniger oder mit niedrigeren Geldpreisen oder was es da nicht sonst noch alles gibt, um erstmal die eingeschweißten Fans so ein bisschen zu unterhalten. Und dann lockt das immer nach und nach die Leute an und denken sich so, oh ja, der PJ oder was hast du noch angesprochen, der Ramirez, ich glaube, die haben sich gute Settings ausgedacht und das spiele ich doch jetzt auch mal und gucken, ob ich da wieder ein Team bilden kann und mal schauen, wie ich dann rocke. Ja, das würde mich auch auf jeden Fall freuen. Und auch, dass die Leute, die jetzt so ein bisschen mehr Halo 3 spielen, weil ich muss sagen, da ist wohl ein Großteil von den guten Spielern von Halo 4 zu Halo 3 gegangen im deutschsprachigen Raum, zumindest so habe ich das mitbekommen. Und ich hoffe auch, dass die so ein bisschen dann zurückkehren, vor allem wenn die nächste AGL dann vorbei ist, ob die sich das dann mal anschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn man dann den einen oder anderen wiedersehen würde. Und ja, das war es eigentlich auch schon so zu den AGL-Settings und zu EU und weiß was ich nicht alles. Hast du noch irgendwelche konkreten Themen, die du jetzt ansprechen willst oder die du den Leuten da draußen mitteilen möchtest? Eigentlich nicht. Okay, ich glaube, dann belassen wir das jetzt erstmal an der Stelle. Vielleicht reden wir noch ein anderes Mal drüber. Und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal, dass du da warst. Und ja, danke, dass wir uns darüber unterhalten durften, über die Settings und ich sag mal so ein bisschen konkretere Informationen da bekommen konnten. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen, der jetzt zuschaut, auch geholfen. Beziehungsweise das hat ihn noch ein bisschen weiter informiert. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß in dem Video. Lasst dem Amless doch mal so einen Kommentar da oder so. Ich glaube, ihr seht jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund ein Gameplay vor ihm, wie er seine Spielweise findet. Ich muss sagen, ich finde die eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde da gerne einige Sachen von übernehmen, aber man kann halt nicht alles haben oder machen oder tun oder weiß was ich. Ja, und dann verabschiede ich mich auch schon. Möchtest du vielleicht noch irgendwelche letzten Worte loswerden? Okay, ich weiß. Alles klar. Dann passt das. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.